Jean-Claude, heute befinden wir uns in Luzern. Heute war deine Gerichtsverhandlung. Wir sind gerade seit 10 Minuten aus dem Gebäude raus. Und was wurde dir genau vorgeworfen? Warum standest du heute alleine vor Gericht ohne eine Rechtsvertretung? Ja, liebe Nicole, ja, das ist wirklich... Es ist so, es wurde mir Nötigung vorgeworfen, dass ich im September, letztes Jahr, hä? Ich habe es aufgeschrieben, ja, das war am 11. September. Befasst mich nicht so mit diesen Daten. Eine unbewilligte Demonstration organisiert und angeführt habe, was jeglicher Tatsache entbehrt. Und darüber haben wir heute gesprochen und ich habe das ohne Anwalt vor dem Richter kundgetan, habe auch, denke auch den Richter sehr in die Pflicht genommen, auch auf der menschlichen Ebene, neben der juristischen, auf der menschlichen Ebene und bin gespannt, wie sich das auswirkt. Ich habe eine mündliche Urteilsverkündigung verlangt und ich bin gespannt, wie sich das dann schlussendlich ausgeht. Aber heute vor Gericht, es wurde ja noch gefragt, noch vom Richter Huber heißt er, Roland Huber. Er hatte gefragt, ob du noch Beweise hättest oder ob du noch Zeugenaussagen hättest. Und was hast du dann darauf geantwortet? Ja, wie gesagt, ich habe nur ganz kurz ein Aktenstudium gehabt, knapp 10 Tage vor diesem Prozess, weil es mir nicht zugestellt werden konnte und ich ja noch im Ausland war. Aber für diese mangelnde Vorbereitung konnte ich eigentlich da keine für mich jetzt absolut günstige Aussage finden. Ich habe schlussendlich dem Richter erwähnt, dass ich eigentlich alle Teilnehmer, am liebsten alle Teilnehmer dieser unbewilligten Kundgebung eingeladen hätte, um aufzuzeigen, dass wir das in dem Sinn friedvoll, deeskalierend durchführen konnten, weil die Polizei war scheinbar nicht fähig dazu. Die hatte weder ein Sicherheitsdispositiv, das irgendwie sehbar war oder erkennbar war, noch sonst irgendwas. Die haben uns eigentlich uns selber überlassen und ich denke, mit ein bisschen Zivilcourage würden die allermeisten Menschen hier ganz klar mitwirken, dass solche Kundgebungen, die auch den Unwillen und das Unverständnis der Bevölkerung aufzeigen, nicht aus dem Ruder laufen. Gerade weil wir immer noch auch extern provoziert werden durch externe Störenfriede. Aber du hast ja so auch die Polizei unterstützt. Das hast du ja vor Gericht, hast du das ja so auch mehrmals bekundet, dass du deeskalierend gewirkt hast. Du warst dort, das ist in Luzern gewesen, die Demonstration, ist es richtig? Ganz genau, ja. Und du hast das dann gesehen, Menschen haben dich angesprochen, auch aufgrund deines Bekanntheitsgrades, das muss man sagen, man hat dich wiedererkannt. Man hat dich gebeten, Jean-Claude, kannst du also halt mit einwirken, eskalierend helfen. Und das hast du ja so auch getan. Du hast ja auch davon gesprochen, von Zivilcourage, also es müsste doch also eigentlich also einen Freispruch geben, weil gäbe es diesen Freispruch ja nicht, dann haben die Menschen ja Bedenken, Zivilcourage überhaupt auszuüben, weil sonst kann man ja angeklagt werden, wie das die Polizei ja also auch gemacht hat. Sie hat dich ja angezeigt und du hast noch davon gesprochen von Anerkennung. Also sie haben deinen Einsatz nicht anerkannt, sondern du wurdest noch bestraft, du wurdest angeklagt. Ist das nicht ein bisschen bizarr? Ja, das ist natürlich in der heutigen Zeit sehr bizarr. Man fragt sich, was die Staatsanwaltschaften eigentlich tun. Den ganzen lieben Tag lang, womit geben sie sich ab? Wen beschützen sie oder schützen sie wirklich? Wen sollten sie beschützen? Wo sollten sie eigentlich Recht pflegen, Recht erkennen und auch dafür für Ordnung schauen? Das ist einfach fragwürdig heute. Das kann man eigentlich rundweg sagen. Und es ist ja schon, sind wir da mal ganz ehrlich, ich weiß es, du weißt es, eigentlich alle wissen es. Die wenigsten Menschen sprechen darüber, aber alle wissen es. Man getraut sich ja heute kaum mehr, irgendetwas öffentlich zu sagen, weil man ja sofort diffamiert wird, man wird sofort als irgendein Leugner, Skeptiker, als irgendwas Schlimmes dargestellt. Und genauso geht es auch den Polizisten, also intern hinter vorgehaltener Hand kommen sie ja immer wieder und sagen, ja du, ich bin ja ganz, ganz fest auch für euch und so, aber ich kann nicht und so. Also sie sind einfach unter extremen Druck und das geht ja ganz alle Etagen hoch.
Aber niemand kommt drum herum, auch irgendwann da mal ganz klar Klarheit auszusprechen und auch Position zu beziehen. Weil wie wären wir sonst im Leben unterwegs für unsere Kinder, Enkelkinder? Wir sind geradezu aufgefordert, hier klar Position zu beziehen, mit Zivilcourage, mit Haltung, standhaft und wirklich auch zu wissen, was man fühlt, was richtig ist auf dieser Welt. Und dass hier einiges wirklich absolut nicht mehr richtig, sprechen wir von Ungerechtigkeit, abläuft, das ist augenfällig. Und dafür wirke ich jetzt einfach hier, habe mich auch ohne Anwalt vertreten lassen, weil ich einfach ganz klar als Mensch hier stehe, in dem Sinn als Jean-Claude Reuter und mich da eigentlich, wie jeder Bürger es sein sollte und könnte, sich vertreten tut. Ja, das war mir ein Anliegen. In der Strafanzeige, was stand da genau drin? Ich hatte es mir aufgeschrieben, ich werde es nachher noch mal reinschreiben in die Beschreibung. Das sind 40 Tagessätze, A30 Franken. Und die Buße, das sind 300 Franken und die Gerichtskosten, hat die Staatsanwaltschaft gesagt, müsstest du dann also auch selber dann finanzieren. Warum hast du nicht einfach diese Buße gezahlt, um dann Ruhe zu haben und dann zu sagen, okay, gut, dann mache ich keine Zivilcourage mehr. Warum bist du jetzt diesen schwierigen Weg gegangen? Das ist ganz einfach, liebe Nicole, weil ganz genau daran scheitert es uns bei uns hier auf der Welt, weil wir uns so einiges bzw. vieles gefallen lassen, das einfach nicht geht. Also unsere Großeltern, die hätten mir links und rechts eine an die Ohren gegeben. Wo sind wir denn? Sind wir nur noch eine bequeme Gesellschaft geworden, die einfach nur noch alles muckend hinnimmt? Nein, sind wir nicht. In diesem Sinne war es für mich ganz klar, kann ich das so nicht hinnehmen. Ich fühle mich ganz klar unschuldig. Ich bin wirklich unschuldig in diesem Bereich und dem möchte ich einfach Rechnung getragen und da möchte ich meine sogenannte Gerechtigkeit einfordern, sofern es sie dann auch noch gibt. Aber ich fordere sie ein. Bei der Christa Urech letzte Woche konnte man ganz genau, also später dann, also die Analyse war von den 40 Menschen, die mit dabei gewesen sind bei Gericht, die Zuschauer, die Freunde von der Christa Urech, haben dann also auch gesagt, es ist eine Schande, dieses Urteil, dass sie schuldig gesprochen worden ist und es wären Schauprozesse. Hast du das heute auch empfunden? War das heute auch ein Schauprozess? Ich weiß es nicht. Es wird auch immer wieder mal so gemunkelt, dass ja alles bereits vorverurteilt abgehandelt wird. Ihr müsst wissen, ich bin ein sehr positiv denkender Mensch. Ich glaube auch an das Gute und das Wahre. Und in diesem Sinn bin ich hier trotz vielen Widrigkeiten unterwegs. Und ich möchte mir auch dieses Gedanken, geht du gut, ja, möchte ich mir eigentlich auch bewahren. Also ich möchte nicht nur noch in dieses Negativdenken reinkommen. Es ist natürlich schon so, bei Christa Urech war ich ja auch dabei und es war im Nachgang tragisch zu sehen, wie ihr alles wirklich zu Lasten gelegt wurde. Und es ist wirklich Schande, ja, es ist eine kleine Schande, was da passiert ist. Man kann sich hinter juristischen Spitzfindigkeiten sehr, sehr gut verstecken. Da sind die Menschen sehr geübt, die diese Berufe ausüben, durchaus. Ich pflege das eher nicht. Für mich ist es ganz klar, dass das alles irgendwann, und zwar ziemlich nächstens, aufgearbeitet wird, weil ja im Moment so vieles wirklich ganz, ganz schnell zum Vorschein kommt. Man erkennt alle diese Unzulänglichkeit, man erkennt alle dieses ganze Gehorsamsprogramm, das da abgelaufen ist, erkennt man. Und man erkennt ja zusätzlich auch, was alles sonst noch nebenbei, neben diesem Corona, sonst noch auf dieser Welt abgeht. Und ich denke, das ist einfach jedem von uns die Pflicht, dafür zu sagen, nein, ich erkenne das, da machen wir nicht mit, da gehen wir einen anderen Weg. In welcher Art auch immer, aber ganz klar eine Stellung dazu beziehen. Und wenn wir das tun, dann haben wir auch wieder eine Chance hier für unsere Gesellschaft und zeigen dabei auch unseren Kindern Möglichkeiten auf, wie man in Würde solche Situationen bestehen kann. Und ich hoffe, dass wir diese Aufarbeitungen nächstens für uns durchziehen dürfen und
Es geht da nicht nur um Rache oder irgendetwas, es geht einfach darum, dass erkannt wird, welche Ungerechtigkeit hier widerfahren sind, wie man Menschen einfach weggedrückt hat, an den Rand der Gesellschaft stößt, wie man Leute, die anders denken, einfach denunziert und im Prinzip einschränkt, ohne irgendwelche rechtlichen, wirklich verhaltenen rechtlichen Grundlagen. Und das geht nicht an. In deinem Plädoyer hast du noch gesagt, du möchtest nicht verurteilt werden aufgrund, in dem Kontext glaube ich, aufgrund deiner Gesinnung, dass du ein Bürgerrechtler bist. Wie hast du das genau gemeint? Genau, also es ist ganz klar, also sehr oft wurde in Prozessen auch diese politische Gesinnung wurde dann irgendwann angelastet. Ich habe ganz klar darauf hingesprochen, gesagt, es kann nicht angehen, dass man aufgrund meiner politischen Gesinnung mich deswegen verurteilt. Das wäre absolut ungeschickt, sagen wir es mal so. Und das würde sicher auch nicht verstanden. Und ich hoffe, dass der Richter dies gebührend, wertschätzend erwägt und auch entsprechend in seinem Urteilsspruch, in diesem Fall fordere ich einen vollumfänglichen Freispruch, mit einbringt. Weil genau dahin sind wir in letzter Zeit leider in diese Seite gerückt. Und das gilt es mit allen Mitteln zu verhindern, weil das ist einer Schweiz nicht würdig. Jean-Claude, wenn du an diesem besagten Tag keine Zivilcourage gezeigt hättest, du hättest dich einfach umgedreht und hättest dir dann gedacht, dann lasse ich doch diese Menschenmenge. Er sprach erst von 1500 Personen, dann von 2500 Personen. Wie auch immer, es war eine große Menschenmenge. Wenn du nicht mit eingewirkt hättest, was hätte passieren können? Weil es wurde ja gesagt, man stand auf dem Trottoir, auf dem Fußgängerweg, man musste die Straße überqueren. Ja, die Konsequenz war, dass der Verkehr lahmgelegt worden ist, man konnte nicht weiterfahren. Aber was wäre denn passiert, wenn du nicht eingegriffen hättest und die Menschen nicht über die Straße geleitet hättest? Das ist natürlich immer schwierig zu sagen, aber einfach aufgrund meiner beruflichen Erfahrungen aus der Vergangenheit war ich ja sehr, sehr in verschiedenen Positionen auch mit verschiedenen Eskalationen beschäftigt war und diese einfach, ja, ich bin halt geschult in diesen Bereichen auch und habe sicher auch ein gewisses Talent, um das entsprechend zu klären können und ist auch mein Naturell, dass ich nicht unbedingt diese Konfrontation suche. Aber ich denke und ich weiß es, das, was da sich aufgebaut hat, dieser Unwillen, diese Menschen, die da sich versammelt haben, immer mehr wurde, dieses Unverständnis, das ist absolut ein Eskalierungsfaktor, den man ganz sicher nicht noch fördern muss, indem man noch mehr Öl ins Feuer wirft und so. Und ich kann nur sagen, ja, es ist alles möglich. Wir wissen, dass wenn Menschen irgendwann reich sind, Menschen, und dann machen sie vielleicht Dinge, die nicht schön sind. Ich will das gar nicht aussprechen, aber das gilt es einfach zu verhindern. Das wäre eigentlich der Auftrag und der Job auch der Polizei, wenn sie ein Sicherheitsdispositiv gehabt hätten, auch da deeskalierend, prophylaktisch, vorgängig zu intervenieren, in dem Sinn, dass sie auch einige Straßen gesperrt hätten, Umleitungen gemacht hätten etc., um diese nicht mehr zu beendende Unwillen, der nicht einfach so aufgelöst werden kann, schlussendlich sich die Menschen ihre Meinung kundtun konnten. Und das, genau daraufhin haben wir hingewirkt. Und es ist im Nachhinein immer schwierig zu sagen, aber ich glaube, es wäre nicht gut herausgekommen, weil es war wirklich sehr, sehr viel Frust spürbar. Der Richter sagte, dass du in einem Kontakt gewesen bist während dem Demonstrationszug. Du hast immer wieder den Kontakt gesucht zu den Polizisten. Aber dennoch bekamst du eine Anzeige. Hat man einen Sündenbock gesucht? Brauchte man einen für diesen besagten Tag? Ja, es ist ja immer noch so, dass man ja gerade auch vor Gericht sehr oft Sündenböcke benötigt. Und in diesem Fall kann man sich so fühlen. Ja, es kann durchaus sein, und vielleicht ist es sogar so, dass man hier einfach diesen schwarzen Peter
jemandem zuschieben möchte. Ich für mich erkenne einfach, dass da von wesentlichen höheren Polizeistellen, Führungsstellen, ihr Job nicht korrekt getan wurde, wie sie es eigentlich gelernt haben. Ich kann da aus der Erfahrung sprechen. Und ich erkenne da immer noch, wie ich vorhin gesagt habe, ich kenne kein Sicherheitsdispositiv, das irgendwie in diese Richtung gewirkt hätte. Und ja, wir haben schlussendlich einfach fast gezwungenermaßen das Hand selber in die Hand genommen, das Heft selber in die Hand genommen und sind schlussendlich hier deeskalierend unterwegs gewesen, haben mitgewirkt, dass das schlussendlich friedlich ausgelaufen ist. Und das war das Ziel und dafür sollte eigentlich die Behörden, die Stadt Luzern, sogar ein bisschen Dankbarkeit aufzeigen, aber sicher nicht mit einer Anklage reagieren. Was mir auch wieder einmal zeigt, wie hoch zu Ross gewisse Menschen dort unterwegs sind und vergessen haben, wer eigentlich das Volk ist, woher sie ihren Lohn kriegen. Und vielleicht wäre da mal ein bisschen Nachdenken, auch ein bisschen Demut, gar nicht so abwegig. Jean-Claude, vielen herzlichen Dank. Und ja. Wünsche dir alles Gute, danke, auch vor Gericht. Und ich danke dir natürlich sehr, sehr, sehr für deine Berichterstattung, weil das ist wirklich etwas sehr, sehr Wertvolles. Es ist auch ein Augenzeugenbericht für die Zukunft, für unsere Nachwelt, was da so alles abgegangen ist. Weil, sind wir da ganz ehrlich, das, was im Moment geschieht, das entbehrt jeglicher Grundlage und das entbehrt wirklich jeder Vernunft. Und es ist absolut irr, was da abgeht und wie weit auch gewisse Menschen aus unserer Bevölkerung gegangen sind und da mitwirken. Und das kann es nicht sein, das wünschen wir uns nicht, also ich ganz bestimmt nicht. Und ich stelle mir in diesem Sinne eine um Welten bessere Zukunft vor für unsere Kinder. Jean-Claude, letzte Frage noch. Wann wird die Urteilsverkündung sein? Ich hatte ja die Möglichkeit, schriftliche Urteilsverkündung irgendwann mal zugestellt zu bekommen. Die haben heute keinen Beschluss, können keinen Schluss befassen. Oder eine mündliche Gerichtsverkündigung. Ich habe mich für die mündliche entschieden, nicht zuletzt auch, weil ich der Meinung bin, ich möchte auch dem Richter in die Augen schauen. Das gehört mit dazu, dass man Leuten, Menschen auf Augenhöhe begegnet. Das sollten wir auch in Zukunft wieder vermehrt üben. Nur dadurch werden wir auch ziemlich wahrgenommen und ich glaube, es kommt damit auch zu weniger Missverständnissen. Ich wünsche mir nun, dass auch der Richter da dieses sein Machtinstrument entsprechend gebührend ausübt. Und ich meine, er kann ja durchwegs auch mal wieder nach all diesen verschiedenen Fehlurteilen wieder einmal für die Menschlichkeit sich entscheiden und einen Freispruch erwirken. Sie haben diese Mittel. Es gibt dazu genügend Belege, kann man sagen, und genügend Hinweise. Und ich würde mich freuen, wenn wir da endlich mal ein Zeichen erwirken können. Vielen Dank, Nicole. Dankeschön. Danke. Dankeschön.